Werner Tübke overleed in 2004. Hij was docent en rector van de Kunstacademie van Leipzig. Een school die Leipzig op de kaart zette als een stad van schilders. Het hotel heet Leipziger Hof, maar wat heeft het met de Leipziger Schule te maken? Er zit een man die heeft een privéverzameling van allerlei werken van de Leipziger Schule. En dat moet hij overal hebben opgehangen, zelfs in het toilet. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Het is wel interessanter, geloof ik. Nou ja, het is een linoleumsnede, dat kan je wel zien. Maar wat ik wel leuk vind, is dat hij is gemaakt in 1989, natuurlijk toen de muur viel. Ja, dit zou een soldatenlaars kunnen zijn. En dit een vrije voet misschien wel, naar de vrije wereld. Een hele gespannen vuist en aan de andere kant een opgeheven hand en meerdere gezichten ook. Maar dit is nou echt de vrolijkheid ten top, hè? Deze is gemaakt in 1990. Nou, die was dus niet echt veel vrolijker geworden na de val van de muur, zo te zien. Lampje gaat op tijd uit. Nou, dat vind ik nou een mooie schilderij. Ja. Mooie kleuren. Een soort oudheid die er toch ook in zit. Ja, zo'n jaren 30 gevoel. Professor Dr. Klaus Eberhard was jarenlang professor. Ging na zijn pensioen verzamelen nadat de muur viel. Hij wist meer dan 200 werken bij elkaar te brengen die net voor of na de wende gemaakt zijn. Zijn collectie bestaat voor het grootste deel uit werken van de Leipziger Schule. Zijn lievelingsschilderij hangt helemaal boven. Waarom schätzen Sie dieses Gemälde am meisten? Ich denke, es ist ein ganz typisches Bild, zunächst für Arno Rink, aber auch für die moderne Malerei in Leipzig. Es hat, wie die Kunsthistoriker gerne sagen, einen erzählenden Charakter. Es hat Metaphern, es hat Symbolik in den Bildern. Das Pferd ist immer auch eine Metapher für die Freiheit. Und es ist in sehr angenehmen, auch typisch für die Leipziger Malerei, Farben gemalt. Arno Rink hat gelegentlich auch Lichtquellen in seinem Bild, wie hier. Und scherzhaft, wir haben sehr viel Zeit auch zusammen miteinander gesprochen. Und manchmal lobe ich ihn auch, dass er die schönsten Hinterteile von Frauen überhaupt in der Malerei schafft. Ja, es ist auch erotisch, nicht? Freilich. Ja, aber... Was für eine Emotion haben Sie, wenn Sie das anschauen? Oh, ich freue mich an den Bildern. Ich habe keine bestimmte Emotion. Ich finde es eine großartige Malerei. Warum schauen Leute Bilder an? Also mir gefällt es. Ich gehe täglich eigentlich durch die Sammlung und schaue mir dieses und die anderen Bilder an. Es ist fantasievoll, es ist geheimnisvoll und das ist oft die große Kunst eines Bildes. Ja, ja. Das ist Arno Rink selber. Richtig, das ist ein Selbstporträt von ihm, das er mit 25 Jahren 1965 gemalt hat. Er war gerade fertig geworden als Student. Aber es ist gemalt im 1965, richtig. Also Sozialismus. Ja, das war eine typische Zeit des sozialistischen Realismus. Ja. Aber das Bild steht für sich. Es ist weder typisch realistischer Sozialismus noch sonst was. Es ist ein gutes Selbstporträt von ihm. Ja, sicherlich.